Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde des Amboss Studientelegramms, Markus at Home begrüßt in Würzburg Herrn Professor Christoph Mark, mit dem wir am 27. August 2021 einen allerersten Blick in die neuen Herzinsuffizienzleitlinien der Europäischen Kardiologischen Gesellschaft werfen wollen. Lieber Christoph, ganz herzlichen Dank, dass du es wagst, 2 Stunden nach Publikation schon deine ersten Kommentare, Meinungen mit uns zu teilen. Das freut uns sehr, dass das so kurzfristig geklappt hat, während des für euch so spannenden Kongresses. Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch sehr, heute hier sein zu dürfen und freue mich auf diese sportliche Veranstaltung. Christoph Mark ist Sprecher des Deutschen Zentrums für Herzinsuffizienz am Universitätsklinikum Würzburg, wo er seit 2017 Leiter des Departments Translationale Forschung ist. Obwohl er sehr jung aussieht, macht er seit einem Vierteljahrhundert schon Herzinsuffizienzforschung, zunächst bei Professor Erdmann, Professor Böhm in Homburg und in Köln. Er war dann einige Jahre in Baltimore gewesen und kennt die Herzinsuffizienz aus beiden Sichtweisen, sowohl als experimenteller Kardiologe als auch als klinischer Kardiologe. Er ist in Homburg Facharzt für Innere Medizin, für Kardiologie und für internistische Intensivmedizin geworden. Christoph, wir haben heute eine Präsentation eurer Fachgesellschaft gesehen. Das waren vielleicht die am spannendsten erwarteten Leitlinien in der Geschichte der Kardiologie gewesen, mit viel Kontroversen im Vorfeld. Es gab, was es meines Wissens noch nie gab, sogar eine Sneak Preview beim vorherigen Kongress mit weißen Feldern, ausgefüllten Feldern. Wir als Nicht-Kardiologen, Anja Scheuer, Medizinstudentin, ich als Nephrologe, Internist, haben viele bunte Folien gesehen. Unser erster Eindruck ist, dass es noch komplizierter geworden ist, obwohl viele von uns die alten Leitlinien von 2016 noch nicht so richtig verdaut haben. Jetzt haben wir 2 Kardiologen dabei, Stefan Schirmer als Moderator, der von der experimentellen Kardiologie ausgehend jetzt klinischer Kardiologe ist in Kaiserslautern, du ausgehend auch von der klinischen Kardiologie experimenteller Kardiologe. Wir würden ganz gerne am Anfang, weil wir wissen, die YouTube-Videos am Anfang immer am stärksten gesehen werden, euch beiden bitten, uns in 30 Sekunden zu sagen, für alle die, die keine halbe Stunde Zeit für diese Aufzeichnung haben, was sollten wir als Nicht-Kardiologen mitnehmen? Vielleicht, Stefan, fängst du an und gibst dann weiter an Christoph. Ja, vielen Dank, lieber Gunnar. Christoph, nur ein Aufschlag, correct me if I'm wrong. Also ich fand spannend natürlich die lang erwartete zusätzliche Hinzufügung der SGLT2-Inhibitoren zur Standardtherapie. Was wir diskutieren müssen, ist die Therapiereihenfolge und zeitliche Reihenfolge, die ja auch für meinen ersten Blick relativ offen geblieben ist, mit allen Möglichkeiten, die auch jeder dann noch hat. In zweiter Linie spannend dann die zusätzlichen Substanzen, die wir alle noch haben und die immer noch überhaupt kommen und teilweise gar nicht zugelassen sind. Und am Ende vielleicht auch ein bisschen der Schwank zu dem, der noch nicht in der Leitlinie steht, dann aber doch der Ausblick darüber, wie jetzt Herzinsuffizienz definiert und eingeteilt wird. Stichwort mildly reduced ejection fraction. Was meinst du? Ja, dem kann ich mich natürlich nur anschließen. Das waren schon die Top Points. Ergänzend, du hast es schon angedeutet, Vericiguat hat auch Eingang in die Leitlinie gefunden, omecamtiv mecarbil noch nicht, weil es noch nicht zugelassen ist. Neu ist auch das Downgrading der ICD-Empfehlungen bei Patienten mit dilatativer, nicht ischämischer Kardiomyopathie von einer 1a auf eine 2a-Empfehlung aufgrund der Danish-Studie, die damals zeitgleich fast mit den 2016er Leitlinien rauskam und das schon direkt verwässert hat. Neu ist auch zur Therapie, dass man in der Hospitalisierung vor Entlassung die optimale medikamentöse Therapie möglichst optimal implementieren sollte. Und du hast es angesprochen, mildly reduced ejection fraction oder mid-range EF, wie es in der früheren Leitlinie hieß, ist geändert worden zu mild reduzierter Ejektionsfraktion, diese MREF. Und diese Kategorie erfreut sich nun einer großen Tabelle an Empfehlungen auf der Evidenzgrad 2bc für ACE-Hämmer, AT1-Blocker, Beta-Blocker, MRAs und Sacubitril-Valsartan und 1c-Empfehlungen für Diuretika. Das heißt, das sind so die neuen Sachen, was die medikamentöse Therapie und das Wichtigste in 30 Sekunden oder 60.
Ich würde gerne anfangen mit ein paar generellen Fragen. Zunächst vielleicht, was ist Herzinsuffizienz und hat sich die Definition jetzt mit der neuen Leitlinie irgendwie verändert? Nicht. Also die Herzinsuffizienz ist ja auch ein Syndrom. Erstmal, das verschiedene Ätiologien hat. Die Kategorisierung ist nach wie vor in HEFPEF, MREF und REF, also Preserved Ejection Fraction, jetzt Mildly Reduced Ejection Fraction und Reduced Ejection Fraction. Das ist vor allem dafür da, dass man, weil das ja arbiträre Cut-Offs sind, um die Therapie zu optimieren, weil eben die meisten Studien mit diesen Cut-Off-Werten der Ejektionsfraktion gearbeitet haben und deswegen diese Evidenz, auf der die Leitlinien beruhen, die übrigens, wie in der Nachdiskussion heute zu hören war, zu 92% bei HEFREF auf publizierten klinischen Studien basiert, sich immer streng an diese Studien bezieht und daher diese Cut-Offs auch mandatorisch noch drin sind. Aber, und das ist mit Sicherheit was wir heute noch diskutieren können, diese Grenze, vor allem zwischen, was ist eine normale Ejektionsfraktion und wo fängt es an, reduziert zu sein, das ist jetzt ins Schwimmen gekommen aufgrund neuerer klinischer Daten aus den letzten 5 Jahren und nicht zuletzt auch aufgrund von Daten, die noch nach den Leitlinien heute präsentiert worden sind, nämlich die Daten der Emperor Preserved Studie. Jetzt sagten Sie ja schon, dass diese Einteilung eben sehr EF-lastig ist. Wie exakt ist die Messung der Ejektionsfraktion eigentlich so im klinischen Alltag? Gibt es da irgendwelche Alternativen vielleicht auch im Horizont? Also das ist natürlich ein leidiges Thema. Natürlich ist die EF unterliegt einer Inter- und Intra-Observer-Variabilität von einem Tag zum nächsten und von einer Messung zum nächsten kann die schwanken um einige Prozentpunkte. Der Standard ist natürlich die Echokardiographie, ist einfach aus logistischen Kostengründen die einfachste Herangehensweise. Wenn man so ein bisschen wegkommen will von dieser ejektionsfraktionsbasierten Kategorisierung, hat man natürlich noch andere wichtige klinische Diagnostika, wie natürlich die Symptome, die natürlich ganz wichtig sind, die braucht man für die Diagnose einer Herzinsuffizienz, Luftnot oder auch Zeichen der Herzinsuffizienz wie Ödeme. Aber auch die Biomarker wie das NT-proBNP spielen natürlich eine wichtige Rolle. Da ist auch weiterhin so, dass wir da einen Cut-Off bei 125 Pikogramm pro Milliliter haben. Bei Patienten mit Vorflimmern liegt er ein bisschen höher, bei 300 irgendwas. Das ist noch ein alternativer Biomarker, den man nehmen kann. Und für die Messung der Ejektionsfraktion gibt es auch noch andere Methoden. MR-basierte Methoden sind da, eine weitere Wahl, die aber natürlich nicht allen zur Verfügung stehen und natürlich aufwendig sind. Bevor wir zu den einzelnen Empfehlungen kommen, könnten Sie vielleicht noch mal gerade wiederholen, was sind diese verschiedenen Empfehlungsgrade und was bedeuten die verschiedenen Evidenzklassen? Genau, also Empfehlung Grad 1 ist, man sollte das tun. 2a man sollte es wohlwollend prüfen und berücksichtigen. 2b ist dann schon, also klein b, ist dann schon eher so, dass man das wirklich gut abwägen sollte, ob man es tun sollte oder tun möchte oder muss. Und Grad 3 ist, man sollte es nicht tun. Und dann gibt es dahinter noch die Großbuchstaben A, B, C. Und da ist so, dass A, das auf mindestens 2 größeren klinischen Studien basiert. B ist es, wenn es nur eine größere klinische Studie dazu gibt. Also prominentes Beispiel Sacubitril-Valsartan mit der Paradigm-Studie. Und C ist im Expertenkonsensus, wo keine belastbaren klinischen Daten vorliegen. Aber es im Prinzip einheitliche Meinung darüber gibt, dass es so sein sollte. Was ich heute auch gelernt habe, dass man mindestens 75% der Beteiligten braucht, um sowas maßgeblich zu definieren oder auch was zu ändern. Und was man noch sagen sollte, ist, dass diese 1-Empfehlung, zumindest bei der medikamentösen Therapie, darauf zurückzuführen ist, dass diese 1-Empfehlungen sind alles die Medikamente, die auch den kombinierten Endpunkt, der auch die Sterblichkeit inkludiert, also eine Sterblichkeitssenkung in der Regel umfasst, einbezogen wird. Ich würde, bevor ihr jetzt zu den Medikamenten kommt, gerne noch einmal ein bisschen den Finger in die Wunde legen, an die Anja Scheuer schon getastet hat. Hat die Frage an den klinischen Kardiologen, an den experimentellen Kardiologen. Einerseits, wie viel Zeit ist denn wirklich für die Messung in der klinischen Realität, zum Beispiel in der kardiologischen Praxis? Oder vielleicht noch klarer gefragt, wie oft wird die EF
dann wirklich gemessen, wie auf 40 geschätzt. Und gerade dieses 40 bis 50, was ihr ja versucht habt, uns vor 5 Jahren beizubringen, was ihr jetzt, bevor es die meisten Menschen wirklich verstanden haben, schon wieder umbenannt habt, auch wenn ihr beim Akronym geblieben seid, kann ich wirklich so genau in der Echokardiographie messen, dass der Patient bei 3 Messungen nacheinander immer irgendwo zwischen 40 und 50 ist? Stefan. Also jeder, der mal eine retrospektive Studie versucht zu machen mit Echodaten, weiß, wie schlecht die Echos oft sind. Wenn man für eine Studie Patienten rekrutiert, gibt man sich, was heißt mehr Mühe, man verwendet mehr Zeit. Es hat auch viel mit Expertise und Können zu tun. Jetzt, das klingt so ein bisschen blöd, aber ich glaube, dass ich in einer Minute hervorragend eine EF im Ultraschall bestimmen kann, wenn die Schallbedingungen das einigermaßen hergeben. Und was wir nicht vergessen dürfen, die Technik wird auch da tatsächlich besser. Also ein modernes Echogerät, was natürlich wieder eher, sagen wir mal, eine große Klinik zur Verfügung hat, die automatischen Algorithmen sind derart gut geworden, dass da diese automatische Endokarderkennung, darauf läuft ja hinaus, dass das die Schwierigkeit ist, die ist kaum noch zu toppen mit der manuellen Methode. Aber ja, spätestens bei eingeschränkten Schallbedingungen gerät das Echo an die Grenzen. Stichwort ist ja immer diese 35er Cut-off, ne? Defi, ja, nein, wir haben schon gehört, die Indikation auch bei der DCM ist ohnehin etwas weicher geworden. Da wendet man gerne mal eine zweite Bildgebung dann an im MRT, weil es nicht so genau ist. Ein wichtiger Punkt ist ja vielleicht auch noch, Stefan und Gunnar, der Patient mit einer EF von 45%, muss man auch immer fragen, wo kommt der denn her? Wenn das jetzt ein Patient ist, der mal vor 3 Monaten eben eine EF von 25% oder 30% hatte und dann medikamentös therapiert wurde, der hat dann eine sogenannte erholte Ejektionsfraktion. Das ist keine eigene Kategorie, aber das muss man natürlich chronologisch im Hinterkopf behalten, weil der wichtige Unterschied ist, dass dieser Patient mit der EF von, ich sag mal, oder selbst wenn es EF von 55% ist, also auch jenseits der MREF-Range, der aber mal die EF von 30 hatte und aufgrund der optimalen medikamentösen und sonstigen Therapie sich erholt hat, dem sollte man die Medikamente auf keinen Fall wieder wegnehmen. Und das ist auch nochmal betont in den neuen Leitlinien. Ganz spannend fand ich ja heute die Diskussion, die wir dann auch gehört haben, von den Guidelines-Präsentatoren und im Anschluss dann an die EMPEROR-Studien, dass man vielleicht irgendwann wieder bei einer Zweiteilung landen wird, nur die EF-Grenze ein bisschen nach oben verrücken wird und dann unterscheiden wird nur noch zwischen einer reduzierten EF, die dann aber nicht bei 40 liegt, sondern 50 plus minus und einer normalen EF. Aber das nochmal vielleicht als Rückspiegelung. Es ist halt wirklich für Nicht-Kardiologen schwierig und es gibt durchaus Menschen, die schmunzeln bei all diesem Hef-Pef, Hef-Ref, Hef-Mef und der sich erholenden reduzierten Ejektionsfraktion. Das ist schon eine Herausforderung, wahrscheinlich dann auch für die Hausärzte, die in der Therapie dann einbezogen sind. Ja, man hat aber heute auch gesehen, zum Beispiel in der Vorstellung der Daten der EMPEROR Preserve Studie, da war es ja so, dass die Hintergrundmedikation der Patienten, die in dieser Studie waren, die sah ja fast genauso aus wie von der HFrEF-Population. Also am Ende des Tages ist, glaube ich, der Herzinsuffizienz-Patient, selbst wenn er eine HFpEF hat mit einer EF von 60%, hat er oft auch noch ein hypertensives Problem. Und da ist natürlich die Wahl der Medikamente, fällt da natürlicherweise eher in Richtung ACE mal Beta-Blocker auch aus und wahrscheinlich auch mit gutem Grund, sodass man das Ganze am Ende des Tages, wenn man sich ein bisschen zurücklehnt und auch das nochmal aus einer Distanz betrachtet, tatsächlich eine spektrale Betrachtung der Herzinsuffizienz sein muss, die Ätiologie getrieben sein sollte und nicht so sehr so streng nur an der EF festgemacht werden soll. Weil was wir nämlich auch jetzt in den neuen Leitlinien betont haben, ist ja, jenseits dieser ersten 4 Blockbuster, die am Anfang kommen, dieses Tailored Management, dieser phänotyp-basierte Approach, dass man eben die Ätiologie der Herzinsuffizienz genauer berücksichtigen, gegebenenfalls auch tiefer diagnostizieren sollte, um eben eine etwas spezifische Therapie auch nach den ersten 4 Grundsäulen auch optimal zu machen. Und das spiegelt natürlich wieder, dass eben das Syndrom Herzinsuffizienz nicht so einfach arbiträr zu kategorisieren ist in 3 EF-Bereiche, sondern eben vor dem Hintergrund der Ätiologie und der Komorbiditäten gesehen werden muss. Und vor allem bei Patienten, die immer älter werden bei uns, sind natürlich die Komorbiditäten ein wichtiges Thema. Jetzt hast du es schön selber übergeleitet zu dem Thema, was wir eigentlich als nächstes besprechen wollten. Vielleicht kannst du einmal diese 4, wie du gesagt hast, Blockbuster uns nochmal versuchen zu erklären.
Die letzten Leitlinien von 2016 waren ja so ein bisschen chronologisch anhand der Chronologie der Studienergebnisse zu ACE, Beta-Blockern, MRAs und so weiter. Wie machen wir es jetzt? Und hast du schon rausgelesen oder vielleicht auch in den letzten Monaten in der Diskussion mit den entsprechenden Kollegen, vielleicht auch der HFA, wie siehst du es, Reihenfolge der Substanzen, was denkst du, wie wir es machen sollen? Also wenn wir von den vier Substanzen vorneweg reden, da ist, glaube ich, das oberste Ziel, möglichst alle möglichst schnell reinzukriegen. Und da kann man, und da ist es bewusst jetzt auch nicht so gemacht, dass man sagt, erst die, dann die, dann die, weil dann ist man ja schnell wieder bei so einer Chronologie. Und da ist, denke ich mal, vielleicht abgesehen, also neben der Ätiologie natürlich auch das hämodynamische Profil des Patienten interessant. Also dann rede ich von Blutdruck, von Herzfrequenz und von Nierenfunktion, was man natürlich bei der Wahl der Medikamente immer gut berücksichtigen kann. Vor dem Hintergrund ist natürlich jetzt auch gerade mit den SGLT2-Inhibitoren eine ganz interessante Sache, dass diese Medikamente tatsächlich recht inert sind, was Blutdruck, Frequenz und auch Nierenfunktion angeht, obwohl die ein bisschen verschlechtert wird, sind ja gerade auch die Patienten mit der schlechten Nierenfunktion, die profitieren. Das heißt, die kann man eigentlich auf jeden Fall immer mit dazu geben. Und für ACE, mal Beta-Blocker, Aldosteron-Antagonist, da würde ich halt auf jeden Fall auch das Profil des Patienten angucken. Wenn der mit dem Druck mau ist, muss man natürlich gut überlegen, wie man da hantiert mit den Medikamenten. Aber der Patient mit der hohen Herzfrequenz wird auf jeden Fall erstmal vom Beta-Blocker profitieren. Das kann man übrigens auch bei einem Sinusrhythmus recht gut mit Ivabradin kombinieren. Das sollte man nicht vergessen. Dadurch kriegt man, weil durch Ivabradin die Frequenz ebenso verlangsamt wird wie mit Beta-Blocker, aber eben nicht auf Kosten einer eingeschränkten Cardiac Outputs, weil das Schlagvolumen durch Ivabradin bei HEF-REF eher zunimmt. Sodass man hier wirklich sehr patientenspezifisch und hämodynamikorientiert agieren kann. Und das ist, Theresa McDonough hat das so zusammengefasst, es sind ja Leitlinien und keine 10 Gebote. Also Recommendations and no Commandments, so in dem Stil. Ne? Das heißt, das ist ja das Schöne, wir sind am Ende des Tages Ärzte, wir können selber denken, wir können selber den Patienten angucken, analysieren und durch unsere klinische Erfahrung und dem, was wir aus den Studien wissen, eine spezifische Therapie entwerfen für den Patienten und auch die Reihenfolge selber bestimmen, in der wir das machen. Das Ziel sollte aber sein, und das ist, glaube ich, gerade bei dem hospitalisierten Patienten jetzt auch neu verankert und auch durch Studien wie der Pioneer-Studie und andere und auch mit SGLT2-Inhibitoren noch mal ein bisschen unterfüttert mit Daten, dass eben der hospitalisierte Patient, ich sage jetzt mal aggressiv, antherapiert werden sollte, dass er, wenn er die Klinik verlässt, wirklich alles an Bord hat, was er wirklich verträgt. Und das ist wirklich neu, wenn man bedenkt, dass wir vor 10, 15, 20 Jahren noch gesagt haben, start low, go slow und dann eins nach dem anderen erst dazu getan haben. Jetzt müssen ja die Leitlinien auch so ein bisschen vieles unter einen Hut bringen. Wir haben auch gelernt über das Abstimmungsverhalten der Leitlinienkommission. Wir alle wissen, da ist jetzt nicht nur Westeuropa vertreten bei der ESC. All diese Dinge werden sicherlich mit berücksichtigt. Würdest du ganz politically incorrect einen Schritt weiter gehen und irgendeinen vor... Jetzt angenommen, ich habe jetzt mal jemanden in der Praxis, nicht hospitalisiert, den sehe ich nur eine Viertelstunde und ich fange mit irgendwas an. Jetzt mit 4 Tabletten anzufangen, ist relativ mutig, wenn jemand noch wirklich therapienaiv war, abgesehen davon, dass der Patient die dann meistens nicht schluckt, vielleicht verpasse ich mal noch ein Statin, dann wird es wirklich schwierig. Und wir haben ja diese Diskussionen von Herrn McMurray und Herrn Packer auch so ein bisschen in der Vergangenheit gehabt, jetzt vielleicht SGLT2-Hämmer und Beta-Blocker, du hast es angedeutet, der eine sehr gut verträglich, der andere auch Schutz vor arrhythmogenen Ereignissen. Würdest du selber, hast du einen Favoriten, so, insoweit man das verallgemeinern kann? ARNI immer direkt rein, ist auch die andere Frage. Wo überhaupt noch ein ACE-Hämmer? Ja gut, also das hat Johann Bauer Sachs ja auch nochmal gesagt in der Diskussion. Wir werden in der die Paradigm-Studie ist ja so gemacht worden, dass erstmal wirklich die Patienten, die den ACE-Hämmer in einer höheren Dosierung nicht vertragen haben oder selbst auch den ARNI nicht vertragen haben, da erstmal rausgefiltert wurden. Das heißt, in der klinischen Realität gibt es tatsächlich relevant Patienten, die den ARNI nicht vertragen. Nichtsdestotrotz, die Patienten, die ihn vertragen, werden sehr gut davon profitieren. Wenn der Druck wirklich sehr mau ist und man Probleme hat, damit überhaupt irgendeinem RAS-Inhibitor reinzukommen, würde ich vielleicht nicht direkt mit dem ARNI starten, sondern bei diesen Patienten wirklich erstmal mit dem ACE in der niedrigen Dosierung. Und dann auch gerne in Kombination mit dem MRA, weil ich mir auch einbilde, dass der nicht so stark auf den Druck geht wie vielleicht der ACE.
Und mit dem Beta-Blocker, da gibt es, denke ich, die sinnvolle Option. Also erstmal muss man da sagen, wenn die Frequenz gar nicht so hoch ist, profitieren die Patienten auch nicht so stark vom Beta-Blocker. Und wenn die Frequenz sehr hoch ist und im Sinusrhythmus sind, profitieren die sicherlich gut von der Kombination mit Ivabradin, was hämodynamisch die Auftitration des Beta-Blockers erleichtert. Das wissen wir auch aus kleineren Studien. Ja, die sind jetzt so ein paar hundert Patienten nur. Aber das wird, habe ich aus der eigenen Erfahrung auch gesehen, wird sehr gut vertragen. Und wenn sie im Vorhofflimmern sind, da kann man sich auch überlegen, ob man überhaupt einen Beta-Blocker geben will, weil wir da aus den Post-Hoc-Analysen der ganzen Beta-Blocker-Studien gelernt haben, dass die Patienten im Vorhofflimmern gar nicht profitiert haben vom Beta-Blocker. Nichtsdestotrotz ist die Empfehlung bei Vorhofflimmern nicht zurückgenommen worden. Sicherlich auch zu Recht, aber da kann man schon abwägen, dass der Vorhofflimmer-Patient wahrscheinlich nicht so gut von dem Beta-Blocker profitieren würde. Und da würde ich dann auch eher Richtung RAS-Inhibitor navigieren. Kriegen mich noch zu einer Substanz, über die wir gar nicht gesprochen haben, weil sie so alt ist. Vielleicht möchtest du spekulieren, digitales. Ich habe letztlich noch irgendwo großschnauzig gesagt, naja, im Sinusrhythmus gibt doch kein Mensch mehr Digitales, auch bei schwerer Herzinsuffizienz. Der eine oder andere tut das durchaus. Studie dazu läuft. Irgendeine Rolle, Sinusrhythmus oder Herzinsuffizienz oder Vorhofflimmern? Ja, das Erstaunliche ist, dass die Empfehlung auch in Leitlinien, wenn ich es recht in Erinnerung noch vom HFA-Kongress habe, dass es gerade auch für die Vorhofflimmer-Patienten als individualisierte Therapie gehandelt wird. Aber die DITCH-Studie in den 90ern ist ja an Sinusrhythmus-Patienten gemacht worden. Also wir haben eigentlich gar keine belastbaren Daten zu Vorhofflimmer-Patienten mit Herzinsuffizienz und Digitales. Aber du hast schon angedeutet, es läuft eine neue Studie, vielleicht sogar mehrere, zu Digitales bei HFrEF, wo das nochmal evaluiert wird. Und hier ist es ja auch so, dass wir jetzt das Digitoxin, was ja auch gerade in Deutschland mehr noch verwendet wird als das Digoxin, das in den DITCH-Studien und US-amerikanischen Gefilden eher verschrieben wird, also geguckt wird, ob das Digitoxin vielleicht da die bessere Wahl ist. Und das soll vor allem untersuchen, ob das auch wirklich noch die Morbidität, sprich, das hat ja vor allem einen Effekt auf die Hospitalisierung gehabt, auch noch wirksam ist, wenn nämlich auch schon der Beta-Blocker und der ACE-MA als Therapie drin sind, was in den 90er Jahren noch nicht bei allen der Fall war. Also mit anderen Worten, um auf den Punkt zu bringen, also wieder als freidenkender Arzt würde ich natürlich auch das Digitales eher aus dem Hut zaubern beim NYHA-3-Patienten, der Vorhofflimmern hat, bei dem ich eine gewisse Frequenzlimitation vielleicht damit auch erzielen will und vielleicht kombinieren mit einem Inotropen-Effekt. Wobei wir, was diese Frequenzlimitation angeht, auch gar nicht so sichere Daten haben, ob man die Patienten wirklich so niedrig halten soll, wie wir das immer denken. Und bei Vorhofflimmer-Patienten muss man natürlich dann auch über Rhythmisierung und Ablation natürlich nachdenken. Bevor ihr jetzt gleich zu den innovativen oder ganz neuen Substanzen kommt, die es noch nicht ganz in diese Top 4 geschafft haben, eine Frage nochmal an dich, der sich ja nun wirklich lange und intensiv mit den Beta-Blockern beschäftigt hat. Warum wirken die bei Vorhofflimmern und Herzinsuffizienz nicht so gut? Ich meine, das sind ja Subgruppenanalysen, aber man wird ja instinktiv sagen, naja, gerade die könnten doch eigentlich von der Frequenzreduktion profitieren. Ja, ist richtig. Das weiß kein Mensch. Wenn ihr wollt, kann ich eine Spekulation äußern, was ich denke, dass es sein könnte. Wir haben dazu auch mal eine Studie gemacht, noch in Homburg, mit Ulrich Laufs und Matthias Lenzke. Und zwar haben wir Zellen rhythmisch und arrhythmisch bei einer hohen Frequenz stimuliert und dann die Effekte auf die Herzmuskelzellen analysiert. Um es kurz zu machen, die kriegen so eine Kammkinase-Aktivierung, wenn das arrhythmisch ist. Mehr als wenn es rhythmisch ist. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, also das spekuliere ich jetzt frei, wenn man variable Frequenzen hat, hat man bisweilen erhöhte diastolische Kalziumspiegel, weil die eben nicht ganz zurückkommen, wenn die Schläge öfter hintereinander kommen. Und die Kammkinase wird durch Calmodulin moduliert und die ist ein Integralberechner des Kalziums. Und wenn das öfter diastolisch erhöht ist, erklärt das wahrscheinlich die Kammkinase-Aktivierung. Und wahrscheinlich ist es so, dass wenn die einmal in Gang gesetzt ist, dass dann eben die Beta-Blockade, die eben auch sich im Kalziumhaushalt am Ende niederschlägt durch Serca-Modifizierung, vielleicht nicht so effektiv ist. Das ist aber eine rein experimentelle, spekulative Antwort jetzt. Aber irgend sowas muss es sein. Wir sehen auf jeden Fall eine echte Entkopplung dieser Frequenzsenkung, also des Benefits der Frequenzsenkung
auf Prognose, wenn man vorliegt. Und das ist wirklich enigmatisch und haben wir also bis heute zumindest keine gesicherte Erklärung für. Und dann, um doch nochmal, Gunnar hat es schon angedeutet, jetzt in diese zweite Riege zu gehen. Ich glaube, die Devices wollen wir gar nicht unbedingt besprechen. Thema Verisigur, du hast angedeutet, Zugelassung steht, Markteinführung in Deutschland steht kurz bevor. Omecamtiv glaube ich nicht. Beide Substanzen auf den ersten Blick haben eine ähnliche, zumindest klinische Datenlage mit nicht sehr intensiver, aber doch signifikanter 10%iger Senkung der Hospitalisierungsrate. Einschätzung dazu, wo wirst du es anwenden? Wo siehst du es in 3 Jahren? Ja, das ist eine super spannende Frage. Also der Unterschied, warum Vericiguat drin ist und Omecamtiv nicht, ist in erster Linie, weil Vericiguat eine Zulassung erreicht hat in den USA bereits. Das heißt, und Omecamtiv noch in keinem Land. Und das, die Argumentation ist, dass man nichts in Leitlinien empfehlen kann, was nicht verschreibungsfähig ist. Und da es nicht zugelassen ist, kann man es nicht verschreiben. Jetzt hat Vericiguat eine 2b-Empfehlung bekommen. Die Begründung, warum es 2b und nicht 2a war, dass der relative Effekt klein war, nämlich, wie du es schon sagst, eine 10%ige Risikoreduktion und die sich auf die Sterblichkeit gar keinen Benefit gezeigt hatte. Das hat Theresa McDonough so ein bisschen abgegrenzt zum Ivabradin, was auch im kombinierten Endpunkt positiv war, aber eben auch getrieben war von der Hospitalisierungsreduktion und nicht von der Sterblichkeitsreduktion. Da hat sie allerdings gesagt, ist auf der einen Seite der relative Effekt größer geworden, nämlich im Bereich von 20% relative Risikoreduktion. Und es lassen sich fürs Ivabradin auch besser noch Subgruppen herausfiltern, die besonders profitieren. Und das wären Patienten je höher die Herzfrequenz ist, desto mehr profitieren die. Und das macht es ein bisschen einfacher, die Patientenselektion zu machen, nämlich der Sinusrhythmuspatient, je höher die Frequenz ist, desto mehr profitiert er vom Ivabradin. Und was Ähnliches erhoffe ich mir so ein bisschen fürs Omecamtiv Mecarbil. Weil da, also wenn es mal zugelassen würde, dann hat man hier die Möglichkeit einer besonderen Patientenselektion, weil im Gegensatz zum Vericiguat, wo die Identifizierung der optimalen Patientenpopulation ein bisschen schwieriger ist. Das war eine Studie, Victoria, die bei sehr kranken Patienten durchgeführt wurde. Ja, mit die kränkesten, also ich glaube sogar die kränkesten überhaupt bisher in der großen HEFREF-Studie. Und bei denen haben vor allem die profitiert, die nicht ganz so krank waren. Ja. Umgekehrt wäre es leichter gewesen, aber so hat man jetzt irgendwie wieder die eigentlich auch von den anderen Therapien super profitieren. Bei Omecamtiv ist es nämlich genau umgekehrt. Da haben die mit der schlechtesten EF, dem höheren NT-proBNP und die hospitalisiert waren, am meisten profitiert. Und da gibt es mittlerweile auch sehr schöne Subgruppen oder Post-Hoc-Analysen, die zeigen, also prädefinierte Post-Hoc-Analysen, dass eben die Patienten vor allem im Sinusrhythmus mit einer EF kleiner, ich glaube 25, also auch substanziell stärker noch profitiert im kombinierten Endpunkt. Der geht dann nämlich auch in die 20% etwa. Und das gibt in meinen Augen eine Möglichkeit der besseren Patientenselektion für diese Substanz. So dass ich mir hoffe, dass es in der nächsten, also wenn die Substanz zugelassen wird, auch für Omecamtiv eine Empfehlung geben wird, die dann, ob die dann 2b oder 2a ist, da kann man dann trefflich drüber streiten. Das müssen wir auf uns zukommen lassen. Diese Diskussion haben die wahrscheinlich auch bewusst im Moment auch noch wirklich vermieden in den aktuellen Leitlinien, aber eben vor allem, weil es halt noch nicht zugelassen ist. Aber das werden wir mit Aufmerksamkeit weiter verfolgen und weil ich denke, so wie wir das eben besprochen haben, neben den 4 Blockbustern müssen wir noch mehr personalisiert diagnostizieren und dann entsprechend auch therapieren. Und da bietet sich zumindest an dem Spezialisten nochmal eine zusätzliche Option, dieses Medikaments zu geben. Das gilt auch fürs Vericiguat. Ich denke, das wird jetzt nicht so ein Feld- und Wiesen-Medikament in erster Instanz werden. Was im Vergleich zu den letzten Herzinsuffizienzleitlinien, wo es ja relativ breit diskutiert worden ist, in meinen Augen jetzt nicht so ganz viel Neues bietet, ist die Frage nach dem intravenösen Eisen. Das macht den Nephrologen in mir so ein bisschen traurig. Das liegt wahrscheinlich einfach daran, dass man da die laufenden Studien noch abwarten wird. Oder gibt es da neue Aspekte, die wir in den 2016er Leitlinien noch nicht drin hatten?
Da gibt's im Prinzip jetzt eine neuere Studie, die gezeigt hat, dass bei Patienten, die kürzlich hospitalisiert waren, also ihr merkt schon, ja, es dreht sich in den letzten Jahren viel um die hospitalisierten Patienten, da hat die Eisentherapie einen ähnlichen Benefit nochmal erbracht, sodass man jetzt in Leitlinien auch empfiehlt, regelmäßig den Eisenstatus bei Patienten zu analysieren und es auch eine Option ist, die man berücksichtigen sollte bei Patienten, die eben auch kürzlich hospitalisiert waren. Aber hier haben wir es mit einer rein symptomatischen Therapie bisher zu tun. Eine Evidenz, dass es überlebensverlängernd ist, gibt es null im Moment. Da laufen noch Studien zu. Bisher sieht man aber recht deutliche Effekte auf die Symptomatik und Belastbarkeit der Patienten. Und das ist, denke ich, auch der besondere Benefit dieser Therapie, dass die tatsächlich es den Patienten sehr schnell viel besser gehen lässt. Was mir ja sehr gut gefallen hat bei der Diskussion der Leitlinien, war der Kommentar unseres Kollegen aus Nancy, der gesagt hat, Herzinsuffizienz ist ja eigentlich eine kardiorenale Erkrankung oder eine Heart-Kidney-Disease. Trotzdem kommen die Patienten mit fortgeschrittener chronischer Nierenerkrankung und Herzinsuffizienz, die ja sehr zahlreich sind, da auch wieder relativ kurz und knapp weg, weil leider auch da die Studien natürlich immer noch die Ausschlusskriterien haben bei einer GFR irgendwo zwischen 25, 30, je nach Studie. Das ist ein bisschen schade, aber liegt an der Evidenz. Was ich ganz spannend finde, vielleicht als Anmerkung, dass eine explizite Ausnahme gemacht wird, dass man beim ICD explizit sagt, dass man bei Patienten mit fortgeschrittener chronischer Nierenerkrankung zurückhalten sollte, weil der Benefit bei diesen Menschen nicht so eindeutig ist wie bei nierengesünderen Herzinsuffizienzpatienten. Gibt es da, das muss der Nephrologe natürlich fragen, deinerseits noch weiteres in diesem Interplay Herz-Niere? Ja, ich denke, das ist ein absolutes wichtiges Feld und wahrscheinlich, da sehen wir ja schon die wichtigen neuen Daten auch von den SGLT2-Inhibitoren, wie eng das zusammenhängt. Der Patient, also wir haben ja der Diabetiker hat eine Nephroprotektion und Schutz vor Herzinsuffizienz. Der Niereninsuffiziente hat mit Diabetes und ohne Diabetes eine Protektion vor Verschlechterung der Nierenfunktion und Verschlechterung der Herzinsuffizienz. Und der Herzinsuffiziente hat mit SGLT2-Inhibitoren mit und ohne Diabetes eine Protektion vor Herzinsuffizienz und auch Niereninsuffizienz. Und das zeigt, wie eng die Systeme zusammenhängen. Und ich glaube, dass jetzt vor allem die SGLT2-Inhibitoren das Thema, also was da eigentlich nie ganz weg war und eigentlich ein weiterhin wichtiges Thema ist, aber gerade die Diskussion zu den Mechanismen der SGLT2-Inhibitoren bringt das nochmal ganz klar auf die Vorfront, dass wir eben es mit einer Systemerkrankung zu tun haben. Einer kardiorenalen Systemerkrankung, die man gar nicht so sorgfältig voneinander trennen kann und bestimmte Medikamente an beiden angreifen in einem protektiven Art und Weise. Das ist zumindest den SGLT2-Inhibitoren und den ACE-Hemmern gemein. Dann müssen wir vielleicht zum Schluss einmal noch eingehen auf Emperor Preserved. Ich glaube, nie waren Leitlinien, ich hatte es einleitend so gesagt, nie so sehnsüchtig erwartet und nie waren sie so schnell überholt, weil eine halbe Stunde nach der Präsentation der Leitlinien die Evidenz da gewesen ist, die zumindest für einen Teil der Menschen mit einer erhaltenen Ejektionsfraktion ja schon wieder neue Evidenz bringt. Deshalb natürlich muss Emperor Preserved angesprochen werden. Als Brücke dahin, was ich noch ganz spannend finde, ist gerade in Zeiten von Covid-19, dass auch nochmal ganz klar die Empfehlung drin steht, Influenza, Pneumokokkenimpfung zu machen. Ich denke, da gibt es nicht viel zu kommentieren. Da müssen wir einfach dran denken, dass wir unseren Patienten das immer wieder jeden Herbst aufs Neue, beziehungsweise bei den Pneumokokken vielleicht auch alle 5 Jahre aufs Neue nahebringen und dass wir bei der Fokussierung auf Covid-19 in diesem Herbst nicht die Influenza vergessen. Wir werden am Dienstag im Bereich der Myokardinfarktpatienten da auch eine spannende randomisierte Studie sehen. Aber abschließend meinerseits die Frage, jetzt haben wir Emperor Preserved. Jetzt präsentiert ihr als Kardiologen zum ersten Mal eine prognoseverbessernde Studie bei Menschen mit Herzinsuffizienz erhaltener Ejektionsfraktion. Wie gehen wir jetzt damit im klinischen Alltag um? Wie identifizieren wir diese Patienten und brauchen die alle jetzt den SGLT2-Inhibitor oder wie ist euer Blick darauf?
Stefan, willst du das erst kommentieren oder soll ich anfangen? Bevor du das dann gut und wissenschaftlich kommentierst, ich fand das tatsächlich ein Blockbuster. Ich bin gespannt, was du zu der Mortalität sagst. Wir haben es eben schon diskutiert. Ich halte Mortalitätssenkung bei diesen Patienten klinisch für gar nicht so vordergründig, weil das sind häufig ältere Menschen. Denen geht es nicht unbedingt darum, noch älter zu werden, sondern ihre Luftnot loszuwerden. Und das funktioniert nach Aussage dieser Studie zumindest bis zu einer gewissen EF sehr, sehr gut, sodass das schon Blockbuster-Eigenschaften sind, meiner Meinung nach. Das sind ja im Alltag viele Patienten, die wir sehen, denen wir nichts Gutes tun können, die immer wieder auflaufen und man sich schwer tut. Und wenn man denen wirklich helfen kann, nochmal, wie wir eben schon gesagt haben, bei Hefrev ja mit einer Substanz, die nicht viele Nachteile hat, das kommt ja an der Stelle auch wieder raus. Ich meine, das schadet einfach, es ist einfach einzunehmen, eine Pille, wir machen damit quasi nichts kaputt tun, das heißt, bei der Niere noch was Gutes. Also ich würde das gerne sehr vielen Menschen, bald tue ich es eh schon, aber noch mehr verschreiben. Absolut. Also ich war auch jetzt wirklich sehr positiv beeindruckt, auch von den Daten zur Symptomatik. Da war ja KCCQ und auch NIR-Klasse, glaube ich, waren gezeigt worden, dass es da deutliche symptomatische Verbesserungen gibt. Das hatte ich bisher nicht so ganz klar aus allen Daten gesehen. Das waren immer so ein bisschen kleine Effekte, aber das fand ich wichtig in dem Zusammenhang. Weil, und du hast recht, es ist natürlich jetzt eine wirkliche Landmark-Studie, wie es auch John McMurray nochmal betont hat. Aber jetzt bin ich mal ein bisschen provokant. Bei der näheren Betrachtung der Daten bin ich dann doch jetzt etwas, ich will nicht sagen schockiert, aber wenn man sich wieder die Ejektionsfraktionskategorisierung anguckt, dann stolpert man darüber, dass die 40-49% Patienten dann profitiert. Und über 50, da hat es dann schon wieder die Mittellinie überschritten. Die Frage, die berechtigt, und es waren ein Drittel Patienten mit EF von 40 bis 49. Die hatten sicherlich auch Schwierigkeiten, Patienten zu kriegen. Man hat ja gesehen, 50, weiß nicht, ob das jetzt viel oder wenig ist, aber die mussten ja doppelt so viel screenen, wie sie eingeschlossen haben. Vielleicht ist das normal, das weiß ich nicht. Aber was ist mit den Patienten, die wirklich eine EF von 50% und mehr haben? Hätten, wenn die Studie nur bei diesen durchgeführt worden wäre, wäre der primäre Endpunkt positiv geworden? Das ist natürlich eine Frage, die ein bisschen hängen bleibt. Zusammen mit der Tatsache, dass die Sterblichkeit selbst in der Gesamtgruppe nicht reduziert wurde, hat man mir jetzt dann doch nochmal so einen kleinen Dämpfer hinterlassen. Und um das noch auf die Spitze zu treiben, die Daten zur Niereninsuffizienz, da muss ich noch ein bisschen drüber grübeln. Warum das auf einmal nicht mehr funktioniert, ich glaube ja, dass das vermutlich ein Problem der zu wenigen Endpunkte und einer zu niedrigen Schwelle für die Verschlechterung bei 40% eine Kombination ist. Ich glaube, das ist Play of Chance. Weil wir haben ja vorher gesehen, zumindest bei Diabetikern haben selbst die Supergesunden eine riesen Nephroprotektion gehabt. Ja, also da war es egal, ob die Patienten nur Risikofaktoren hatten. Die haben eine 44-prozentige relative Risikoreduktion der renalen Endpunkte gehabt in diesen Diabetes-Studien. Weit entfernt von irgendeinem Herzinsuffizienz. Und noch dazu hat man bei den Niereninsuffizienzstudien gesehen, dass es egal war, ob die Patienten Diabetes hatten oder nicht. Ich kann mir noch nicht so richtig vorstellen, dass die HEFPEF-Patienten keine Nephroprotektion gehabt haben sollen. Ne, weil die Slopes, die waren ja auch tatsächlich, also diese, wenn man die Berechnungen anstellt, der GFR-Reduktion, die ja über die Zeit konstant gehalten wird mit SGLT2-Inhibitoren, das war ja auch positiv gewesen. Und Gunnar, ich weiß nicht, was denkst du darüber? Was hast du bei den Daten gedacht? Es ist schön, dass der Nephrologe das letzte Wort hat. Das ist selten der Fall. Nein, es gibt das eine ist, denke ich, was du sagst, einfach diese geringe Fallzahl. Und die GFR geht in die richtige Richtung. Ein Punkt, der ganz wichtig ist, der, auch hier liegt die Publikation jetzt erst 90 Minuten zurück, das heißt, keiner von uns vier hätte jetzt auch im Detail gelesen, aber was bei der Präsentation auch betont worden ist, man hat eine Subgruppe dieser Patienten ein paar Wochen nach Ende der Medikation nochmal analysiert gehabt. Das heißt, hier habe ich die Möglichkeit, den hämodynamischen Effekt von dem strukturellen Effekt zu differenzieren. Das hat Christoph Wanner, auch wieder aus Würzburg, ja auch gemacht gehabt bei der kardiovaskulären Sicherheitsstudie, bei der EMPEREC-Studie. Und das war dann wieder relativ überzeugend gewesen, auch jetzt in der Emperor Preserved, wo man da gesehen hat, dass diejenigen Menschen, die randomisiert gewesen sind auf das Verum, auf das EMPER, nach Beendigung der Therapie eine höhere GFR gehabt hatten als die Menschen, die auf Placebo gewesen sind. Sodass wir jetzt hoffen, und so muss das auch ins Weltbild passen, weil sonst werden die Menschen verwirrt. Und in der Tat habe ich es von der Präsentation vorhin schon gehört,
gehört gehabt, dass die erste Frage gekommen ist, ja Moment, stimmt das überhaupt alles? Ja, natürlich stimmt die Renoprotektion. Ich denke, dafür sind die Daten zu klein gewesen und wir haben ja das große Glück, dass wir die Parallelstudie vom Konkurrenzpräparat von Dapagliflozin auch, ich denke, im nächsten Jahr sehen werden. Dann wird man das zusammentragen können und dann passt hoffentlich das Weltbild auch wieder. Ich glaube auch, das wird ganz wichtig sein, die Studien dazu zu haben, also die Dapagliflozin-Daten auch noch zu sehen. Dann wird man sich einen besseren Reim draus machen können. Vielleicht ein Gedanke, der mir am Ende noch in den Kopf geschossen ist, bei der ganzen Diskussion über die neuen, ob man jetzt die Grenzen zwischen PEF und MREF wieder verschieben sollte oder dann, ne, wenn 60% das Normale ist und alles unter 60 ist eine reduzierte Ejektionsfraktion, dann haben wir es tatsächlich dann nur noch mit einer, dann haben wir auf jeden Fall mehr Patienten, die wir behandeln können mit unserer HEF-REF-Therapie, nämlich alle von 40 bis 60, aber die über 60 haben wir weiterhin nichts. Weil das ist nämlich dann auch, dann war ich ein bisschen traurig drüber, dass die Patienten mit der EF über 65 oder so nicht vom SGLT2-Inhibitor profitiert haben. Auch nicht für Hospitalisierung. Das heißt, das hat mich überrascht. Das hätte ich mir anders erhofft. Aber das zeigt, aber das wird wahrscheinlich jetzt ein bisschen Bewegung in diese Definitionsdiskussion bringen. Bis zum nächsten Leitlinien wird man noch viele belastbare Daten hoffentlich kreieren können mit den ganzen anderen HEF-REF-Studien, um das vielleicht dann nochmal zu reparieren. Und dann kommt ja die spannende Frage, wie viel von den Symptomen ist denn wirklich Herzinsuffizienz bei diesen Menschen und wie viel ist denn Komorbidität, die dann eben durch die Medikamente entsprechend nicht behandelt werden können. Ja. Christoph, ganz, ganz herzlichen Dank. Das war wirklich super mutig, dass du so kurz nach der Publikation dich hier unseren Fragen gestellt hast. Du hast jetzt 3 Monate Zeit. Am 1. Dezember freuen wir uns sehr, wenn du dann nach Frankfurt kommst zu unserer Herz- und Niere-Diskussionsrunde, die wir dann auch wieder auf YouTube live dann streamen werden. Vorher werden wir am 1.9. uns zum Thema Cholesterin treffen. Auch dazu nochmal ganz herzlich die Einladung. Und wir sind natürlich auch sehr stolz, dass auch diese Leitlinien mit einem aktiven Homburger Beitrag durchgeführt worden sind. Michael Böhm, euer ehemaliger Chef hier in Homburg, ist Co-Autor. Das heißt, Markus at home im wahrsten Sinne des Wortes. Ganz herzlichen Dank. Schönen Abend nach Würzburg, nach Kaiserslautern, nach Zweibrücken. Tschüss. Tschüss.